die Brückenstraße in Trier. Hier wurde am 5. Mai 1818 Karl Marx geboren. In seinem Geburtshaus, heute als Karl-Marx-Haus bekannt, lebte er nur 17 Monate. Trotzdem findet man hier ein Museum, das sich mit seinem Leben und seinen Werken befasst. Mit vielen unterschiedlichen Führungen bietet das Museum die Möglichkeit, sich mit Karl Marx und dem Kommunismus auseinanderzusetzen. Die Philosophie unseres Hauses ist, Menschen mit den Ideen von Karl Marx vertraut zu machen, sie zu informieren und sie zu befähigen, sich ein eigenes Urteil über Karl Marx zu bilden. Denn es gibt nicht ein Urteil über Marx, es gibt viele. Es kommt auf die Blickrichtung an. Und um sich ein Urteil über Karl Marx erlauben zu können oder bilden zu können, ist es einfach wichtig, dass man Informationen erhält. Im Museum kann man sich sowohl mit der Geschichte des Hauses als auch den verschiedenen Stationen in Marx' Leben vertraut machen. Viele Trierer waren noch nicht hier im Karl-Marx-Haus und ich möchte Sie herzlich einladen, doch mal zu uns zu kommen. Sie können das Haus natürlich jederzeit während der Öffnungszeiten besuchen, aber wir bieten natürlich auch Führungen an, gerade donnerstags nachmittags um 14 Uhr eine halbe Stunde, die Einführung Marx für Eilige. Da können Sie eben sehr kompakt Ihr Wissen über Karl Marx steigern und Sie können auch, wenn Sie berufstätig sind, an 7 langen Freitagen von April bis Oktober an einer Abendführung um 18.30 Uhr. teilnehmen. Außerdem gibt es auch noch an einigen Terminen Samstagnachmittagführungen, auch wieder für Berufstätige geeignet. Circa 40.000 Besucher verzeichnet das Karl-Marx-Haus im Jahr. Davon sind 40% aus Deutschland. 25% der Besucher kommen allein aus China. Wir stellen gerade in den letzten Jahren fest, seit wir eine Wirtschafts- und Finanzkrise haben, dass viele Menschen sich wieder Karl Marx zuwenden, ihn wieder neu entdecken. Denn er ist als Kritiker des Kapitalismus ja ein Klassiker. Und gerade heute sind eben viele Menschen kritisch gegenüber Kapitalismus. Und viele Besucher kommen hier ins Haus, um einfach mehr über ihn zu erfahren, um vielleicht auch festzustellen, ob er Hilfe bietet in der Überwindung dieses Systems. Friedrich Engels war ein Freund und der Hauptfinanzier der Familie Marx. Zusammen mit ihm schrieb Karl Marx 1848 das Manifest der Kommunistischen Partei. Darin erklären sie den Arbeitern der damaligen Zeit, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte von Klassenkämpfen war. Und dass es im 19. Jahrhundert eben zwei konkurrierende oder gegeneinander kämpfende Klassen gab, nämlich die Proletarier auf der einen Seite und die Kapitalisten auf der anderen. Und er prophezeit in diesem Manifest, dass es eine gewaltige Weltwirtschaftskrise geben würde, dass der Kapitalismus dann zusammenbrechen würde und die Proletarier schließlich den Sieg davontragen würden. Und dass dann eben eine neue Gesellschaftsform entstehen würde, dass die Arbeiter eben diesen Klassenkampf beenden würden, dass die ein neues System, den Kommunismus, einführen würden. In seinem Hauptwerk, Das Kapital, baut Marx diese Utopie des Kommunismus als Krönung der Entwicklung der Menschheit weiter aus. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, hier ins Karl-Marx-Haus zu kommen. Das sind interessante Themen, die die Menschen von heute bewegen, genau wie die Menschen im 19. Jahrhundert. Soziale Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich, ein besseres Leben, ein gutes Leben für jedermann, das ist doch eigentlich ein Thema, das uns alle berührt. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann besuchen Sie doch das Museum im Karl-Marx-Haus.